Wenig schon frisst Gabriel Haider dem neuen Kanzler bei dessen ersten Auftreten im Parlament. Für die Regierungserklärung Klimas fand der freiheitlichen Chef gleich in der ersten Wortmeldung viel Spott und Häme. Das Einzige, was mich mit Hoffnung erfüllt an dieser Regierungserklärung, ist die Formulierung, dass einen Staatssekretär im Finanzministerium installiert hat, der einen intelligenten Wandel ermöglichen wird, nachdem offenbar vorher ein unintelligenter Zustand geherrscht hat, solange Klima in dieser Institution tätig gewesen ist. Des Kanzlers Reaktion kam prompt. Vor Hollands Ministerpräsidenten Wim Kok, derzeit EU-Ratsvorsitzender, erklärte Klima dezidiert, keine Koalition mit Haider. Die Blitzlichter wurden schnell durch die Alltagsprobleme abgelöst. Erste Schreckensmeldung für die neue Regierung, die Zahl der Arbeitslosen durchbrach die magische Grenze von 300.000. Das ist der höchste Stand im Jänner seit 1957. Und Haider hackte sofort ein. Klima und Schüssel sollen am kommenden Dienstag in einer Sondersitzung des Parlaments zu den Vorschlägen der freiheitlichen Farbe bekennen. Die FPÖ verlangt von der Regierung, das Sparpaket zu öffnen und die klein- und mittelständische Wirtschaft steuerlich zu entlasten. Weniger Großprojekte wie etwa den Semmeringtunnel, mehr Investitionen im Wohnbau, weniger Bürokratie beim Arbeitnehmerschutz. Zweiter Angriffsschwerpunkt, die Ausländerpolitik. Selbst die moderaten Vorschläge des neuen Innenministers lehnen die Freiheitlichen ab. Sie wollen den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte völlig stoppen. Jörg Haider geht wieder voll auf Konfrontationskurs. Bei seiner schon traditionellen Rede zum Aschermittwoch vor treuen Anhängern im oberösterreichischen Ried im Innkreis bekamen Klima und Schüssel voll ihr Fett ab. Also doch lieber lärmender Oppositionschef als gereifter Staatsmann. Herr Dr. Haider, als Sie eine geschäftsführende Parteiobfrau installiert haben, dachte man, Sie wollen sich jetzt doch mehr auf die staatstragende Rolle vorbereiten und weniger Oppositionschef sein. Ist das eine falsche Annahme gewesen? Opposition ist auch eine staatstragende Rolle, das vergisst man nur in Österreich, denn ohne eine funktionierende Opposition gibt es keine lebendige Demokratie. Wir diskutieren heute mit Dr. Georg Weiland von der Kronenzeitung und Dr. Anneliese Rohrer von der Presse. Und die Frau Kollegin Rohrer hat gleich auch zu dieser Positionierung des Dr. Haider eine Nachstoßfrage. Ja, Herr Dr. Haider, Folgendes. Sie berühmen sich ja einerseits und durchaus zu Recht, dass die Regierung Klima also jetzt viele Dinge in Angriff nimmt, die Sie schon lange gefordert haben. Sie macht auch das, was Sie einmal in einem Gespräch mit mir gesagt haben. Sie setzt also Projektgruppen ein und setzt Fristen. Das heißt, Sie werden Ihren Wählern etwas Zusätzliches bieten müssen. Sie werden irgendwie einen neuen Standort finden müssen. Wenn dem so ist, wie Sie nämlich selbst behaupten, das Klima ohnehin so viel von Ihren Ideen erledigt, was bleibt dann für Sie übrig? Was werden Sie Ihren Wählern zusätzlich bieten? Er übt jetzt einmal, würde ich sagen, tätige Reue, indem er verschiedene Positionen von den Freiheitlichen nicht mehr als ablehnungswürdig akzeptiert, etwa in der Ausländerfrage, wo er ja selbst einer der Ersten war, die damals gegen uns im Jahre 93 vor dem Volksbegehren in der SOS-Lichterkette mitmarschiert ist und gesagt hat, Österreich ist ein Einwanderungsland. Und hier unterscheide ich mich einfach von ihm, weil ich sage, Österreich ist kein Einwanderungsland. Bei 300.000 Arbeitslosen und mehr kann man einen weiteren Zuzug nicht akzeptieren. Und über diese Dinge wird man sich auseinandersetzen. Er erklärt zwar in der Öffentlichkeit das eine oder andere, was auch unsere Idee ist, aber ob er es dann macht, ist eine andere Frage. Und gerade etwa in der Ausländerfrage können Sie das ganz deutlich sehen. Ja, Ihnen wird was zusätzlich einfallen. Na, überhaupt nicht. Ich ziehe mein Programm durch. Wenn Klima mein Programm erledigt, dann werden sich die Leute fragen, warum brauchen wir denn Klima? Dann nehmen wir gleich den Haider. Und wenn er es nicht erledigt, dann ist ja mein Programm aktueller denn je. Haben Sie eigentlich mit dem Auftreten Viktor Klimas als Bundeskanzler jetzt das Gefühl, dass es mit der SPÖ besser geht? Also das Verhältnis zwischen SPÖ und FPÖ ein besseres wird? Bei Frau Nitzki war ja diese Chance überhaupt nicht vorhanden. Na, ich sehe es so, dass es interessant wird, denn es hat 10 Jahre gedauert, bis es zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Nicht? Bisher hat man immer gesagt, oder Frau Nitzki hat immer gesagt, mit Haider nicht, alle Ideen sind schlecht, grundsätzlich alles, was die Freiheitlichen vorschlagen, beantragen, initiieren, ist abzulehnen.
Jetzt haben wir eine andere Situation. Klima versucht sich hier ein bisschen zu emanzipieren und sagt, warum soll ich nicht das eine oder andere auch akzeptieren, was von den Freiheitlichen oder vom Jörg Haider kommt. Und damit beginnt ein Wettstreit der Ideen. Und über den werden wir uns auch am kommenden Dienstag im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit auseinandersetzen. Warum sind Sie ihn trotzdem so scharf angegangen, den neuen Bundeskanzler? Ja, weil das eine Wischiwaschi-Erklärung war, die Regierungserklärung. Und wer also die Journalisten auf der Tribüne mitverfolgt hat, die haben sich ja selber amüsiert, was für eine undifferenzierte und mit allgemeinen Plätzen aufgefüllte Erklärung er gegeben hat. Denn wenn der einzige Beitrag des neuen Bundeskanzlers im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit darin besteht, dass er sagt, wir werden mehr Wärmedämmung auf den Bundesgebäuden machen, damit die Beamten nicht frieren im Winter, dann lachen wirklich die Hühner im letzten Dorf in Österreich. Dr. Weiland. Jetzt, wo es zu einem Wettstreit der Ideen kommen kann, von dem Sie angesprochen haben, ist eigentlich ein Fortschritt, dass man sagt, jetzt kann man sich sachlich auseinandersetzen. Absolut, weil das ist unsere Chance. Und Sie waren in der Vergangenheit in der Ära Kreis, Ära Wranitzky, eher der Ausgegrenzte von der SPÖ. Jetzt ist die Chance da zum Wettstreit der Ideen. Das ist sicherlich eine Verbesserung. Frage für mich vom Stil her, passt es in diese neue Situation in Ihrem Interesse jetzt, dass man sagt, okay, setzen wir uns sachlich auseinander oder greift man tiefer in die Lade? Wie Klima gekommen ist, haben Sie gesagt, der Meister geht, der Lehrbub kommt. Die ÖVP haben es noch härter kritisiert. Die ÖVP hat den Rosenkranz in der Tasche und den Sozialismus im Hirn. Das sind starke Sprüche. Offen ist für mich, ist das hilfreich in der jetzigen Situation? Vielleicht war es früher notwendig, um sich eine Stimme zu verschaffen. Das Rosenkranz-Zitat ist ja noch aus der Ära Wranitzky. Ja, richtig. Nicht, dass man da also die Dinge richtig einordnen. Stimmt. Und den Klima als Lehrbuben zu bezeichnen, ist ja etwas in einer Zeit, wo wir um Lehrplätze kämpfen, nichts Diskriminierendes. Denn das ist zum Beispiel etwas, was ich von ihm verlange, dass er im Zusammenhang auch mit den Beschäftigungsmaßnahmen sich endlich auch dem Problem der Facharbeit in Österreich annimmt, insbesondere auch der Frage der Arbeitslosigkeit unter den Lehrlingen. Da gibt es viele Vorstellungen von uns. Ich habe ein ganzes Paket, das nennt sich Bündnis für die Arbeit, das wir im kommenden Dienstag im Parlament einbringen. Da gibt es also auch ein Lehrlingsprogramm. Und in dem Lehrlingsprogramm ist also drinnen, dass wir gezielte Maßnahmen setzen müssen, um die 6.000 arbeitslosen Jugendlichen, die heuer keinen Lehrplatz mehr finden konnten, unterzubringen. Das ist die Frage, schaffen wir einen Absetzbetrag für Ausbildungskosten? Reduzieren wir oder nehmen wir die Kommunalabgabe von der Lehrlingsentschädigung? Wie gestalten wir in Zukunft auch die Lehrlingsentschädigungen? Es ist bitte ein Witz, wenn die Bundeswirtschaftskammer sagt, das Problem der Lehrlinge lösen wir dadurch, dass wir die Lehrlingsentschädigungen einfrieren. Das ist ja jetzt schon ein Problem, dass viele lieber Hilfsarbeiter werden wollen, weil sie kurzfristig mehr verdienen, als sich einer Fachausbildung zu unterziehen. Und wenn Sie sich das anschauen, in Kollektivverträgen, dann haben sie beim Hilfsarbeiter einen Stundenlohn von 81,50 Schilling und beim Facharbeiter in derselben Qualifikation am Anfang auch einen Stundenlohn von 81,50 Schilling. Wo steht denn da der Anreiz, etwas zu lernen, sich auszubilden? Also wir kommen also zu diesen Sachfragen. Ja, Herr Dr. Haider, die Frage des Kollegen Weiland ging also noch ein bisschen in die Richtung Stil des Dr. Haider jetzt gegenüber dem neuen Kanzler. Ja, ich bin ja eh so friedlich mit ihm verfahren. Ich habe ihn in ein paar Sachen kritisiert und das muss man also tun dürfen. Wenn ich mir ein Vorbild nehmen wollte von Deutschland, dann würde ich sagen, müsste man viel härter sich auseinandersetzen, wie es da zwischen Kohl und der SPD hin und her geht. Wessen Lehrbub ist eigentlich Klima? Von Wranitzky. Er hat von Wranitzky das Nicht-Erledigen der Dinge übernommen, nämlich schöne Verpackungen anzukündigen. Und dann ist eigentlich außer den Überschriften nichts passiert. Und das ist ja das, was ich immer ein bisschen zum Vorwurf mache. Und das wird auch seine wirkliche Bewährungsprobe sein. Er hat bisher auch als Finanzminister ja diese Politik mitgetragen, beziehungsweise ganz wesentlich bestimmt. Ein Finanzminister ist der zweitwichtigste Mann neben dem Bundeskanzler. Und er hat ein Sparpaket zusammengestellt, das heute die Ursache für die verstärkte Arbeitslosigkeit ist. Alleine die Beseitigung der Verlustvorträge bedeutet, nach Aussagen auch der Industrie, dass in diesem Jahr 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie beseitigt werden. Das ist sehr viel, weil wir die auf der anderen Seite nicht schaffen können. Nicht? Und jetzt muss man sich fragen, was wollte er damit? Er verändert die Strukturen nicht und er schafft gleichzeitig mehr Arbeitslosigkeit. Und das ist der Wunsch, den wir haben. Korrektur der Politik. Eine Politik ist falsch, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Und sie steigt, also ist die Politik falsch.
Wir sind also damit auch beim Hauptthema der heutigen Pressestunde. Am Dienstag, Sie haben es ja schon gesagt, ist die Sondersitzung des Nationalrates zum Thema Arbeitslosigkeit, gefordert von der Freiheitlichen Partei. Und wir haben also diese magische Zahl von 300.000 Arbeitslosen überschritten. Das Profil titelt ebenfalls Arbeitslos 301.983 und fragt, sind Sie der Nächste? Das heißt also, dass die Menschen im Lande wirklich von dieser Frage äußerst betroffen sind, weil ja erstmals auch viele Bereiche der Bevölkerung von Arbeitslosigkeit, von diesem Gespenst der Arbeitslosigkeit betroffen sind, was früher nicht der Fall war. Und Sie werden also Vorschläge vorbringen und ich würde Sie bitten, dass Sie die wesentlichsten Punkte, die Sie am Dienstag dann präsentieren wollen, auch in dieser Pressestunde jetzt kurz darstellen. Es geht einmal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, darum, dass wir einmal das Sparpaket geändert haben wollen. Denn im Wesentlichen ist es ja in sich zusammengebrochen. Die Mindestkörperschaftssteuer ist vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Die Krankenscheingebühr funktioniert nicht, das sagt Klima selbst, die müssen wir ändern. Die Werkvertragsregelung ist ein einziges Chaos und bringt in der Sozialversicherung nicht mehr. Die Verlustverträge schaffen 10.000 zusätzliche Arbeitslose in der Industrie, beseitigen also qualifizierte Arbeitsplätze, verhindern Investitionen. Da wäre es gescheiter, Strukturreformen anzugehen. Die Frage: Warum gibt es in den Sozialversicherungen keine Reform? Warum legen wir nicht die 28 Sozialversicherungsanstalten zusammen? Warum gibt es einen Höchststand an Pragmatisierungen in dem Land? Wenn Klima in seiner Regierungserklärung, und das hat mir eigentlich wahnsinnig geärgert, sagt, die Arbeiter müssen mobiler werden. Es wird der Arbeitsplatz nicht mehr vor der Haustüre sein. Und im gleichen Zeitpunkt ist Klima verantwortlich, dass wir die höchste Pragmatisierungszahl haben, dass nämlich im öffentlichen Dienst die Arbeitsplätze fixiert werden und nicht mobil sind. Dann frage ich mich, wie will er den kleinen Mann vertreten, dass er dem Arbeiter sagt, du musst mobil sein, aber im öffentlichen Dienst bei den Beamten, da zurren wir alles fest, da machen wir noch mehr Pragmatisierungen. Kompetenzwirrwarr. Die Frage, ich gebe ein konkretes Beispiel, damit es transparent wird. Die Frage: Wie entschlacke ich den Staat? Klima sagt, wir wollen einen schlanken Staat. Das wollen wir auch. Bin ich bei ihm. Aber wenn er es dann so macht, dass er Unternehmungen oder Teile der Verwaltung ausgliedert, die uns dann mehr Kosten verursachen, als sie vorher gekostet haben. Beispiel Ausdruckkontroll. Da hat man also das Bundesamt für Zivilluftfahrt und das ganze Flugleitsystem hat man ausgegliedert. Es sind keine Beamten mehr. Ist eine eigene Gesellschaft geworden, die Ausdruckkontroll. Es sind rund 1000 Leute. Denen hat man alle Beamtenrechte mitgegeben, hat ihnen zusätzlich noch gehaltsmäßige Verbesserungen gegeben. Sie haben, glaube ich, sogar mal geschrieben darüber, nicht? Sehr kritisch. Und was passiert jetzt? Es führt dazu, dass die Gebühren für die Flieger um 800% gestiegen sind. Das bei einer Internationalisierung unseres Flughafens. Und führt dazu, dass jetzt im Parlament eine Regierungsvorlage liegt, wonach wir für die Pensionen der nochmals besser gestellten Ausdruckkontrollmitarbeiter 700 Millionen Schilling aufbringen müssen. Das ist dem Klima seine Sanierungspolitik. Da bin ich nicht bei ihm. Also öffnen des Sparpakets, tun wir nicht den Behinderten die Pflegegelder streichen und den Familien Gelder wegnehmen, sondern machen wir dort Ordnung. Zweiter Punkt. Und dann heute also für den Zentralen eigentlich unserer Initiative. Das ist die Steuerreform. Ich glaube, dass wir eine vorgezogene Steuerreform brauchen. Und zwar, um die Investitionsbereitschaft in der Wirtschaft anzukurbeln. Und ich gehe davon aus, dass wir nicht ein Land sind, das große multinationale Konzerne hat, sondern wir sind ein Land, in dem es viele kleine und mittelständische Unternehmungen gibt. Die sind das Herz und der Treibriemen eigentlich unserer Wirtschaft. Und wenn wir für die was tun wollen, wenn wir wollen, dass die wieder investieren, was sie ja jetzt nicht tun, die Gefahr der Deinvestition ist ja eine große, wird ja immer wieder auch kritisiert von den Wissenschaftlern. Dann müssen wir eine glaubwürdige Steuerreform machen, um den anderen einen Schritt weiter zu sein. Und da würde ich sagen, wäre ein Paukenschlag, den Klima setzen könnte, der, dass man sagt, die nicht entnommenen Gewinne der Unternehmungen werden mit 01.01.1998 nicht mehr besteuert. Das heißt, wer Geld, das er im Betrieb verdient hat, wieder einsetzt, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, neue Maschinen anzukaufen, zu modernisieren, sich wettbewerbsfähig zu halten, zahlt für das Geld, das er einsetzt, keine Steuer. Dafür schaffen wir den Investitionsfreibetrag ab, der bewährt sich ohne dies nicht, ist auch sehr kompliziert im Steuersystem. Und das würde bedeuten, es gibt Berechnungen,
dass wir in einem Zeitraum von 5 bis 8 Jahren zwischen 60.000 und 80.000 neue Arbeitsplätze auf diese Weise schaffen. Und zwar in jenen Betrieben, die uns nicht abhanden kommen, so wie die multinationalen Konzerne, die da mal investieren, wenn sie Förderungen kriegen und morgen sind sie in Asien und übermorgen produzieren sie in Russland. Nicht? Also, wie soll dieses Modell ausschauen? Mit, Ich nenne also ein Beispiel. Wenn Sie also, das ist ein bisschen berechnet, nicht? Wenn Sie also eine Firma haben mit 70 Millionen Schilling Umsatz, die 2 Millionen Schilling Gewinn erwirtschaftet, Einzelunternehmen, dann nehmen die 1 Million heraus und 1 Million bleibt im Unternehmen für die Investition. Da hat er trotzdem bisher 840.000 Schilling Steuern bezahlen müssen. Nach unserem Modell der Steuerfreiheit des nicht entnommenen Gewinns zahlt er nicht 840, sondern nur 440.000 Schilling. Das heißt, er spart sich 50% seiner bisherigen Steuerleistung. Bei den Kapitalgesellschaften ist es noch mehr, da sinkt es gegen null, weil ja die an sich nichts herausnehmen müssen, weil sie sich ein Geschäftsführergehalt schon mit eingerechnet haben. Also das ist eine riesige Sache und würde genau dem Zuschnitt unserer mittelständischen Wirtschaft entsprechen. Wie sieht der Wirtschaftsexperte Dr. Weiland diesen Vorschlag? Ja, an und für sich für die kleinen und Mittelbetriebe ist es sicherlich eine sympathische Vorstellung, dass ich sage, dass ich den Gewinn, den ich erwirtschaftet habe, nicht und im Unternehmen lasse, nicht versteuern muss. Dass es positive Wirkung hätte, ist durchaus auszumalen und kann ich nachvollziehen. Für mich ist die Frage offen, wie soll dieses finanzielle Erfordernis, das dafür ja budgetär abzudecken ist, tatsächlich über die Rampe gebracht werden. Kann ich auf anderer Seite was einsparen, dass ich sage, okay, mir ist das so wichtig, ich lasse das Geld denen unversteuert in den Unternehmen und spare es auf anderer Seite ein, daher bin ich wieder vom Gesamtsteueraufkommen in Ordnung. Oder ich erhöhe die Verschuldung. Ich glaube, letzterer Weg wäre kontraproduktiv. Wie können Sie sich das vorstellen? Ich stelle mir so vor, dass ich sage, auch nach den Berechnungen, die wir angestellt haben, die Experten, wie etwa der Professor Schneider in Linz mit Simulationsrechnungen gemacht hat, ist es so, dass der Investitionsfreibetrag einmal wegfällt. Das ist also, sind die Milliarden, die nicht mehr eingesetzt werden. Und dann führt diese Dynamisierung ja zu einem Mehr an Investitionen, daher zu einem Mehr an Mehrwertsteuereinnahmen, zu einem Mehr an Einkommensteuer, weil die Ertragssituation verbessert ist. Und im Zeitraum, der hier bemessen ist, ist das also mindestens ein Nullsummenspiel. Erhöht aber die Investitionen in diesem Bereich um etwa 15 bis 20 Milliarden Schilling pro Jahr. Das ist für die österreichische Wirtschaft enorm viel Geld. Das sind tausende Arbeitsplätze, die wir jedes Jahr zusätzlich schaffen können. Und darüber hinaus, als zweites Element würde ich vorschlagen, dass wir das koppeln, auch mit einer Lohnsteueranpassung zugunsten der Mitarbeiter in den Betrieben, weil wir ja gezwungen sein werden, stärker zu flexibilisieren. Und Flexibilisierung heißt heute bei der Arbeitszeit nicht mehr 8 Stunden, sondern 10 Stunden arbeiten, nicht mehr 40 Stunden, sondern 50 Stunden arbeiten, wie wir das alles kennen schon. Das heißt aber, dass das ja letztlich auf Kosten der Einkommen der Mitarbeiter geht, weil er kriegt keine Überstunden mehr gezahlt und das fällt also stärker hinunter. Das kann ich ausgleichen, vor allem in den unteren Einkommensbereichen, wo es besonders wehtut im Moment, indem ich eine Lohnsteueranpassung, zumindest die kalte Progression einmal angleiche, die ja in den letzten 3-4 Jahren an die 54 Milliarden Schilling schon von den Menschen zusätzlich weggenommen hat. Und dies finanziere ich aus, sage ich ganz offizieller, aus einem Bereich, wo Geld vorhanden ist. Das ist die berühmte Pensionsrücklage bei der Österreichischen Nationalbank. Dort liegen für 1.000 Mitarbeiter eine Pensionsrücklage von 23 Milliarden Schilling, die nicht gebraucht wird, weil ja die Pensionen aus dem laufenden Gewinn der Nationalbank finanziert werden. Und jetzt setzen wir das ein und schaffen auf diese Weise zusätzliche Nachfrage, Binnennachfrage, schaffen auf diese Weise zusätzliche Investitionen, schaffen zusätzliche Arbeitsplätze. Und wer da noch sagt, dass das nicht ein ausgereifter Vorschlag ist, dem ist im Prinzip nicht zu helfen, weil mit Bauprojekten des Herrn Klima, dass er ein Loch in den Semmering hineinbohren lässt, wo bitte 3 Milliarden, nicht eine, 3 Milliarden Aufträge bereits geordert sind. Das ist in Wirklichkeit ein Wirtschaftsverbrechen, was dort geschieht. Wenn ich die 3 Milliarden einsetze, habe ich 5.800 Arbeitsplätze im Hochbau. Also beim Semmering-Tunnel sind wir, glaube ich, relativ rasch. Einige würden nur die Inhalte, die Sie jetzt mit der Lohnsteuerreform angesprochen haben, noch einmal versuchen, sachlich in Portionen herunterzubrechen. Nicht entnommene Gewinne nicht versteuern, eine Sache. Steuerreform für die Arbeitnehmer, eine zweite Sache, die wesentlich mehr ins Geld geht. Das glaube ich nicht, nach meiner Einschätzung, dass man das mit
den Pensionsmilliarden quasi der Nationalbank finanzieren kann, weil das wesentlich größere Dimensionen hat, wenn es greifen soll. Wenn ich wirklich eine Lohnsteuerentlastung durchführe, wird es mit einigen Milliarden nicht finanzierbar sein, ganz abgesehen davon, dass die Nationalbank, mir kommt's, ich verstehe Ihre Kritik, da liegen 23 Milliarden in einem Pensionsfonds herum, die brauchen das doch gar nicht, her damit. Kommt die aber gehören vor allem der Bevölkerung. Das ist der nächste Punkt, wem gehört das Geld? Die Nationalbank ist ja nicht Eigentum der FPÖ, ÖVP, SPÖ. Schon leider noch SPÖ und ÖVP-Eigentum, ne? Naja, von der Struktur. Sind aber viele Beteiligte, andere Beteiligte auch. Aber ich darf Sie fragen, wissen Sie, wie viel hat die letzte Steuerreform für die Arbeitnehmer gekostet? Naja, ich weiß schon, Sie wollen auf die 20 Milliarden, dass sich das ausgeht. Da war eine Unternehmenssteuerreform auch dabei. Ja, das weiß ich schon. Das heißt, für die Arbeitnehmer waren maximal 14 Milliarden Schilling drin. Naja, trotzdem, die Pensionsmilliarde der Nationalbank kehrt ja der Nationalbank und auch den daran Beteiligten. Das muss man schon, ist unter bestimmten Voraussetzungen aufgebaut worden. Ich verteidige nicht die Höhe, aber nur vom System her. Ich kann nicht sagen, beim Nachbarn, ich schaue ins Fenster rein und sehe dort ein Backel Geld und sage, her damit, ich weiß was Besseres, was wir damit tun können. Aber ehrlicherweise, Herr Dr. Weiland, ehrlicherweise, dieser Pensionsfonds wird ja wirklich nicht gebraucht, weil ja die Pensionen aus den laufenden Erträgen der Nationalbank finanziert werden. Kein Problem. Und, da kann man Druck ausüben. Ist überhaupt kein Problem. Da kann man Druck ausüben und kann man Verbesserungen herbeiführen. Das ist ein Parkplatz für Geld, das eigentlich der Wirtschaft zur Verfügung stehen soll. Wo ich nur nicht Ihrer Meinung bin, ist es die Gleichung quasi. Da habe ich das Geld schon für die Steuerreform. Da ist es sehr anders. Herr Dr. Reuter. Also wie man jetzt vom Dr. Haider kurze Antworten einfordern soll, weiß ich nicht. Aber bitte, Herr Dr. Haider, mir ist nicht zu helfen. Sie haben nämlich früher gesagt, wer das nicht als schlüssiges Konzept erkennt, dem ist nicht zu helfen. Also ich nehme zur Kenntnis, mir ist nicht zu helfen. Nämlich aus dem einen Grund, weil die Lohnsteuersenkung, die fordern Sie in verschiedenen Konzepten immer wieder. Ihr letzter Vorschlag ist, sie aus der Nationalbank zu finanzieren. Vorher haben Sie vorgeschlagen, man möge sie doch mit 20 Milliarden an Kammerbeiträgen finanzieren, indem die Kammern also freiwillig stehen. Wenn er deshalb das Bücherl daherkriegt, damit Sie wissen, was beschlossen wurde. Das ist vielleicht die letzte Version. Dann gab es auch noch einen Vorschlag, dass man sie aus der Energiesteuer, also eine Einführung der Energiesteuer oder Erhöhung der Energiesteuer finanziert. Steht da jetzt drin eine Nationalbank? Sie, und sonst Doktor, nichts? Ich muss Sie wirklich bitten, nicht etwas zu sagen, was nie vorgeschlagen wurde. Oh ja, ich habe es ja nachgelesen. Also gehe jede Wette mit Ihnen ein, dass wir nie vorgeschlagen haben, die Lohnsteuerreform aus der Umschichtung einer Energiesteuer zu finanzieren. Sondern steht im Industriekonzept oder irgendwo drin? Ja, ich werde das jetzt dann gleich aussuchen. Da steht nichts anderes drin, als dass die Lohnnebenkosten dadurch zu senken sind, dass ich die Arbeitskosten entlaste, etwa Kommunalabgabe abschaffe und das, was zusätzlich an Ausfall dadurch entsteht, über eine Energiesteuer hereinbringen, weil wir den Faktor Arbeit entlassen müssen. Das ist ein ganz normales Ökosteuerkonzept. 43 Milliarden Entlastung der Arbeitskraft, 43 Milliarden Schillinge Energiesteuer. Das ist es. Aber das, was wir hier meinen, das sind die Sofortmaßnahmen. Ich glaube, man muss ja auch von der Politik verlangen, dass Maßnahmen gesetzt werden, die jetzt greifen, die kurzfristig greifen. Das, was wir bisher diskutiert haben, schlanker Staat, niedrige Steuern, verlässliche Rahmenbedingungen mit unseren Vorstellungen, ist ein mittelfristiges Programm. Haben alle Parteien mittelfristige Vorstellungen, sagen, ab dem Jahr 2000 gibt es eine Steuerreform. Haben wir jetzt gerade am Wochenende gelesen in den Zeitungen vom Finanzminister und so. Ich glaube, wir brauchen es jetzt. Ich glaube, wir brauchen diese Investitionsbegünstigungen für unseren Mittelstand. Und ich glaube, dass wir dann, wenn wir flexible Arbeitszeiten von den Mitarbeitern verlangen, gut beraten sind, zu sagen, die Leute haben einen Einkommensverlust. Ein Arbeiter, der früher in einem Sägewerk gearbeitet hat und 16.000 Schilling verdient hat und heute bei der Firma, weiß nicht, Ilbau als Bauarbeiter tätig ist, der hat halt nur mehr seine 12.000 Schilling. Weil anders gearbeitet wird, weil keine Überstunden mehr anfallen, weil keine Prämien mehr gezahlt werden. Und das müssen Sie einigermaßen ausgleichen, weil sonst erzeugen Sie ja einen Ausfall an Binnennachfrage auch in Österreich. Das ist ja auch nicht gut. Und jetzt ist der Export ist noch nicht in Ordnung und dann machen wir uns die Binnenkonjunktur auch kaputt. Und ich sehe also wirklich nicht ein, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit ausschließlich zulasten der Mitarbeiter gehen soll. Das kann es wirklich nicht sein. Nur eine Frage noch zu diesen nicht versteuerten oder nicht versteuerbaren, nicht entnommenen Gewinnen.
Das wäre eine Maßnahme, die kurzfristig umgesetzt werden könnte. Welches Datum haben Sie sich da vorgestellt? Ich sage deshalb kurzfristig umgesetzt, weil es auch andere Politiker gibt. Ich hoffe, ich finde das, ja. Etwa den oberösterreichischen Wirtschaftslandesrat und Landeshauptmannstellvertreter, der auch sagt, dass diese Maßnahme, nicht entnommenen Gewinn nicht zu besteuern, ein Paukenschlag wäre. Der hat das sogar jetzt dem Herrn Klima geschrieben. Also da gibt es ja offenbar ohne dies auch Überlegungen. Etwa zum Beispiel in der ÖVP. Es gibt in der ÖVP auch ein paar Vernünftige, nicht? Die sich da was überlegen. Dann kommt es vielleicht. Hm? Nicht? Also warum soll man das nicht machen? Ich fordere das mit den Freiheitlichen seit 10 Jahren. Da hat man immer gesagt, das ist nicht machbar, ist nicht sinnvoll, wir geben lieber Subventionen als sonst was. Jetzt denke ich halt, wäre das eine Chance, diesen Paukenschlag zu setzen, der würde der Wirtschaft helfen, der würde uns tausende Arbeitsplätze bringen. Anstatt ständig zu jammern, dass uns schon wieder ein Betrieb abhanden kommt und wieder Ausverkauf stattfindet, sollte man vielleicht diesen Weg einmal gehen. So, Entschuldigung, ich wollte eine Zwischenfrage. Wissen, bitte. Wenn Sie das, also wenn das die letzte Version ist, der verschiedenen Möglichkeiten, die Nationalbank, heißt das dann, dass Sie am Dienstag einen Antrag auf Änderung des Nationalbankgesetzes einbringen? Wir bringen das ein, dass diese 23 Milliarden als Sonderdividende dem Bund zur Verfügung zu stellen sind, denn so geht es. Und der Bund soll darüber verfügen können und hat damit eine Verteilungsmasse. Und wenn Sie jetzt sagen, wir machen eine Lohnsteueranpassung, die zumindest einmal die kalte Progression ausgleicht, dann brauchen Sie ungefähr 8 bis 10 Milliarden Schilling. Mehr brauchen sie ja nicht. Aber das hilft den Leuten. Das hilft vor allem denen, die im unteren Einkommensbereich sind und im mittleren Einkommensbereich sind. Warum gehen wir auf diese Linie? Weil sich ja auch nach den jüngsten Erhebungen etwa des Market-Institutes herausgestellt hat, dass die Hauptbetroffenen auch dieser Sparpaketsmaßnahmen die unteren und mittleren Arbeiter- und Angestelltenbereiche sind. Während je höher das Einkommen, je weniger wird das auch die ganze Sparpolitik empfunden. Also muss man dort helfen, wo Nachfrageausfall droht und das letztlich der gesamten Volkswirtschaft Schaden anrichtet. Also Sie würden das Paket mit wie vielen Milliarden in etwa beziffern, das Sie vorschlagen? Nicht entnommene Gewinne nicht zu besteuern plus Anpassung auf der Lohnsteuerseite? Naja, es ist sicherlich ein 20 Milliarden Schilling Paket. Doch, in Summe, aber nicht mehr. Aber der nicht entnommene Gewinn, wie gesagt, rechnet sich in Wirklichkeit selber. Der finanziert sich selber. Ein bisschen Zeit, aber Wirkung ist soweit erkennbar. 2 Jahre sind bereits kompensiert. Aber mehr als 20 Milliarden sind es Ihrer Berechnung nach nicht. Okay. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Und wenn heute so viel über dieses, was weiß ich, amerikanische Jobwunder geredet wird und über holländisches Jobwunder und was immer, dann sage ich, der Clinton erntet heute, was Reagan gesät hat. Der hat nämlich eine Steuerreform gemacht, die bewiesen hat, dass mit der Absenkung der Steuerbelastung trotzdem die Ergiebigkeit der Ertragssteuern nicht abgenommen hat. Und das muss eigentlich die Vorbildfunktion haben. Das heißt, wir können die Wirtschaft entlasten, um sie international wettbewerbsfähiger zu machen, schaffen zusätzliche Arbeitsplätze und wissen aber, dass der Staat nicht überdimensionale Einnahmenausfälle hat, die letztlich das Funktionieren vieler staatlicher Institutionen infrage stellen. Sie haben mehrfach die Flexibilität angesprochen. Ein Problem in Österreich ist ja doch, dass wir ein sehr reguliertes System haben mit hohen Schutzbestimmungen, die gut gemeint eingeführt worden sind. Frage, wäre das Ihrer Meinung nach ein Instrument, wenn es hier zu Erleichterungen käme, das zu einem positiven Beschäftigungseffekt führt? Ja, absolut, weil man das ja weiß, dass die Überregulierung einfach ein Wahnsinn heute ist. Ich glaube auch, dass das zusammenhängt auch mit der Philosophie, dass es oder mit dem Zustand, dass wir zu wenig Unternehmen haben und zu wenig Jungunternehmen haben. Ja. Nicht? Denn die Schweiz, der es ja auch nicht so gut geht heute, ne, hat aber immerhin 440.000 Unternehmen, ist kleiner als wir. Und wir haben 240.000. Da klafft eine riesige Lücke. Und das hat damit zu tun, dass ich einem Jungunternehmer nicht, und das ist wieder meine Kritik an Klima, der sagt Gründungsinvestition, aber gleichzeitig macht er eine Mindestkörperschaftsteuer, wo er ganz genau weiß, dass das für einen jungen Unternehmer bedeutet, dass er einmal 50.000 Schilling Mindestkörperschaftsteuer zahlen muss, bevor er zum Arbeiten anfängt. Gut, die ist jetzt eh gefallen jetzt. Ja schon, aber jetzt wollen Sie wieder was anderes finden. Okay. Nicht? Das ist ja das Fürchterliche. Jetzt sagen Sie schon wieder, da muss eine neue Steuer gefunden werden. Dazu kommt dann noch der überregulierte Bereich im Kammernsystem. Ne? Wenn du heute ein Gewerbe anmeldest, musst du eine Einverleibungsgebühr zahlen, hast zwischen 5.000 und 10.000 Schilling. Meistens hast du 2 Gewerbe anzumelden, sind das schon einmal 10.000, 15.000 Schilling, die du dort hinzulegen hast. Dann hast du mit der Behörde zu tun.
die Behörde sagt, ich schaue mir jetzt an, aha, dein Tischlereibetrieb X steht dort, aber du hast jetzt 7 Mitarbeiter, du brauchst auch 7 Parkplätze. Wenn du jetzt die 7 Parkplätze nicht nachweisen kannst, dann sagt die Behörde, du kannst dich freikaufen. Und das kostet ihm wieder 20.000, 30.000 Schilling. Das heißt, der hat schon einmal 80.000, 100.000 Schilling Kosten, ohne dass er nur eine Minute arbeiten hat dürfen. Das sind die Probleme bei uns. Das gibt es nirgends. Und diesen Unsinn müssen wir einfach beseitigen. Und daher sage ich, ist auch dieser ganze Kammer- und Verbändestaat wirklich gefordert. Klima soll nicht noch in die Niederlande fahren und soll nicht jetzt plötzlich ein Interesse am amerikanischen Modell entwickeln, was eben ja seine Gewerkschafter wahrscheinlich ohne dies nicht gar so freundlich attestieren werden, sondern er soll bitte einmal diesen geschützten Bereich beginnen zu ordnen. Wir werden eine Chance haben, wenn es zu einer Wettbewerbsgleichheit zwischen geschützten und nicht geschützten, zwischen pragmatisierten und exponierten Bereich kommt. Das ist unsere Auseinandersetzung, die wir zu führen haben. Wollen Sie sich an diesem amerikanischen Jobwundermodell orientieren? Ich glaube, wir sollten das nicht tun. Wir sollten es nicht tun, weil wir einfach eine andere Kultur und Tradition haben. Ich finde das auch beim Bundeskanzler Klima absolut falsch, dass der, vielleicht hat er auch keine philosophischen Grundlagen, plötzlich herumspringt. Einmal ist er ein Sozialist und morgen ist er wieder der größte Kapitalist, der sich das amerikanische Wunder wünscht. Das ist bitte nicht das, was wir uns vorstellen, weil für uns muss es doch darum gehen, einen überzogenen Wohlfahrtsstaat, einen starren Verbändestaat mit Kammerzwang zu reformieren, um wieder eine funktionierende soziale Marktwirtschaft zu ermöglichen. Das ist unsere Vision. Soziale Marktwirtschaft, das heißt, der Einzelne ist nicht Kostenfaktor. Und das vermisse ich heute. Der Mensch ist heute nur mehr Kostenfaktor und das ist er im amerikanischen System. Man muss nur zu diesem amerikanischen Modell sagen, dass also in den vergangenen Jahren über 40 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen sind, aber 68 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen wurden. Also irgendwo hat es doch funktioniert und die Arbeitslosenrate liegt, glaube ich, jetzt bei 5,6% auch in der schlechten Wintersaison. Ich gebe Ihnen recht, Herr Dr. Zesel. Ich würde mir manches aus dem amerikanischen Bereich holen. Nämlich was? Das ist also die Deregulierung. Und das heißt gleichzeitig das Aufbrechen des geschützten Bereiches. Die Regierung Klima hat akzeptiert, dass etwa in der E-Wirtschaft die Strukturen nicht geändert werden. Weil der Verbund mehr rot ist und die Landesgesellschaften mehr schwarz, darf sie im Machtbereich nichts ändern. Auch wenn jeder weiß, dass in ein paar Jahren uns der Wettbewerb drüber fahren wird und diese ganzen Gesellschaften werden dem Ausverkauf preisgegeben werden. Aber es bleibt jetzt einmal noch ein Monopol mit dem Ergebnis, dass alleine diese Struktur der E-Wirtschaft 20-30% zu hohe Stromkosten im internationalen Vergleich hat. Daher ist die Standortqualität Österreichs eine niedrige. Wer soll sie denn bei uns ansiedeln? Und viele, die hohe Energiekosten haben, werden woanders hingehen, wo es billiger ist. Nicht? Wenn ich mir denke, also die Firma Omnia von mir aus in Kärnten bei Villach, ein hervorragender Konzern, Milliardenumsätze, der überlegt sich das, weil der sagt, ich habe doch bitte um 30-40% höhere Stromkosten drauf, als ich bei meinem italienischen Nachbarn habe. Ich verschiebe mal, ich baue meine Maschinen ab, gehe hinunter. Und das geht's. Das ist nicht aufgebrochen. Oder Pragmatisierung. Im amerikanischen Bereich gibt es keine Pragmatisierung. In der Regierung Klima haben wir den Höhepunkt der Pragmatisierung. Aber dem Arbeiter sagen wir, du musst mobil sein. Sie werden es nicht verstehen. Oder Ausländerpolitik. Die Amerikaner sind entgegen anderslautenden Gerüchten so restriktiv in der Ausländerpolitik, dass sie etwa unten an der kalifornischen Grenze sogar 2 Meter hohe Mauern aufgerichtet haben, um den illegalen Grenzübertritt von Mexikanern in das amerikanische Hoheitsgebiet über hunderte Meilen zu verhindern. Ja, das gibt es bei uns nicht. Die zahlen überhaupt keine Sozialunterstützung mehr. Ja, da wäre es ja bei uns vielleicht sinnvoll, auch einmal darüber nachzudenken, ob das eine Politik ist, dass wir im heurigen Jahr nach wie vor rund 18.000 Menschen zuwandern lassen. 18.000 bitte, bei einer Arbeitslosigkeit von über 3.000. Frau Dr. Rohrer. Herr Dr. Heider, das ist ein Punkt, wo mir auch wieder nicht zu helfen ist, weil Sie auf der einen Seite propagieren, auch jetzt wieder letzte Woche, den totalen Zuwanderungsstopp. Ich würde also gerne in Österreich bleiben, die amerikanischen Verhältnisse sind, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Totaler Zuwanderungsstopp. Totaler Zuwanderungsstopp bedeutet aber auch keine Fachkräfte, bedeutet keine ausländischen Arbeitskräfte für ausländische Firmen, bedeutet keine Professoren, weil wenn es entweder er ist total oder nicht.
Und das kann ja bitte nicht im Interesse der österreichischen Wirtschaft sein, dass man alle Schlüsselkräfte jetzt auf Jahre hinaus draußen haltet. Ich meine, das kann uns ja nicht schaden. Gewinnen völlig recht. Also was ist mit dem Totalen? Zuwanderungsstopp heißt ja auch, dass wir nicht nachgefragte Qualifikationen nicht zuwandern lassen. Das ist es. Denn wenn Sie heute einen Entwicklungsingenieur brauchen für ein Unternehmen, dann wird das überhaupt kein Problem sein, dass der eine Arbeitsbewilligung kriegt. Aber unser Problem ist ja, dass wir eine hohe Sockelarbeitslosigkeit mit ungelernten österreichischen Arbeitskräften haben. Und die verstärken wir, indem ungelernte, noch billigere Ausländer zuwandern dürfen, die den Österreichern dann den Arbeitsplatz wegnehmen. Das sage nicht ich, das sagt der Chef des Bundesarbeitsamtes oder des Arbeitsmarktservice. Ja, das selber sagt, jeder Zuwanderer nimmt einem Österreicher oder einem schon lange hier existierenden Ausländer den Arbeitsplatz weg. Gut, Sie haben immer die Gleichung 60.000 arbeitslose Ausländer, 60.000 arbeitslose Inländer. Wenn wir die 60.000 Ausländer wegkriegen, haben die 60.000 Inländer eine Arbeit. Das ist aber bitte nur dann zu machen, wenn Sie zu Zwangsverpflichtungen kommen. Wie wollen Sie den Inländer dazu bringen, dass er die Arbeit des Ausländers, der gerade nach Hause geschickt wurde oder gegangen ist, übernimmt? Also das sehe ich als geringstes Problem an. Dass man in einer Zeit, wo der Arbeitsmarkt wirklich keine Gestaltungsmöglichkeiten hergibt, auch durch eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen, sagt, bitte, du musst auch eine Qualifikation, die eine Stufe unter deinem erlernten Beruf liegt, annehmen, damit du also beschäftigt bist. Da sehe ich überhaupt kein Problem drinnen, weil das ist ja auch unsolidarisch, wenn sich jemand von der Gemeinschaft aushalten lässt gegenüber jenen, die fest arbeiten und dafür die Steuern zahlen müssen, dass wir ein Heer von Arbeitslosen finanzieren können. Aber wir dürfen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir bewusst hier das Problem der Arbeitslosigkeit verschärfen durch eine falsche Zuwanderungspolitik. Heuer, Herr Dr. Ora, sind es rund 17.000 und etwas, die zuwandern dürfen. Darüber hat man überhaupt noch nicht geredet, in einer Zeit, wo es so große Arbeitslosigkeit gibt. Für hier in Inland Befindliche ohne Arbeitsbewilligung braucht man 6.000 zusätzliche Arbeitsbewilligungen für Ausländer. Wo wollen wir denn die hernehmen? Und dann bedient man sich jetzt eines Tricks. Da gibt es nämlich die Quote, die Erwerbsquote mit 8%. Und dann hat man sich noch eine flexible Quote auf 9% offen gehalten, wenn ein besonderer Bedarf besteht. Das heißt, zu den 268.000 Ausländern, die legal nach der Quote bei uns arbeiten dürfen, darf man Arbeitsbewilligungen bis zu 295.000 oder 96.000 erteilen. Und da sieht man jetzt eine Möglichkeit, Ausländer noch hineinzufüllen, weil die noch nicht ausgeschöpft ist. Ich halte das wirklich für einen Wahnsinn und für eine Zumutung gegenüber den Österreichern. Und eine Zumutung auch gegenüber den hier viele Jahre schon ansässigen und integrierten Gastarbeitern. Verstehen Sie, das ist das Problem. Und wenn in Frankreich die Wellen hochgehen, weil der Anteil der Ausländer in Frankreich 5% betrifft, insgesamt ausmacht. Und in Österreich haben wir aber bereits einen Ausländeranteil von 9,7%, auch nach den offiziellen. Mit EU. Nach der offiziellen Statistik. Wir haben EU-Bürger werden ja nicht mehr als Ausländer gezählt. Ja, da sind es 5,6%. Also, und da muss ich jetzt sagen, ist meines Erachtens das Problem nicht richtig angegangen. Man darf von vornherein nicht Leute hereinlassen, für die man dann keine Beschäftigung hat. Da gibt es dann diese Hilfskrücken mit Rücktransport und Rückführung und was immer. Das ist alles nicht schön. Das kann man sich schenken, indem man hier nicht die falschen Belastungen am Arbeitsmarkt setzt. Wollten Sie aber Mitte 96 selbst, ne? Ich habe immer gesagt, dass wir uns, all diese Dinge müssen uns helfen. Ich sage trotzdem, dass es nicht schön ist, weil wenn ich jemanden hereinhole, um ihn dann wieder nach Hause zu schicken, ist das sicherlich keine überlegte Aktion. Nicht? Aber man muss sich helfen, nicht wir haben sie hereingeholt. Wir Freiheitlichen waren immer restriktiv. Hereingeholt haben die SP und die ÖVP in der Regierung, die gesagt haben, das brauchen wir und das ist wunderbar und wir werden eine multikulturelle Gesellschaft erzeugen in Österreich. Da hat sich schon ein Umdenkprozess offenbar breit gemacht. Wie die Kollegin es angesprochen hat, im Juni 96 haben Sie damals in der Kronenzeitung festgestellt, dass ein arbeitsloser Ausländer den Staat etwa 240.000 Schilling im Jahr koste. Da sei es besser, man gibt ihm Geld auf den Weg mit, damit er sich daheim etwas aufbauen kann. Wurde damals sehr kritisiert von SPÖ, ÖVP und anderen Parteien. In der Zwischenzeit von der ÖVP und von der SPÖ etwas anders gesehen. Ist aber, wie Sie gesagt haben, offenbar nur ein Ventil, um eine unbefriedigende Situation vielleicht rascher zu klären. Ja, ja, gut, das kann es nicht. Ja, da bin ich völlig recht, nicht? Aber das kann einen Teil helfen. Das ist also eine Frage, die wir auch in der Praxis ja bereits
zu bewältigen begonnen haben. Es ist ja lustig, dass die Freiheitlichen immer Modellcharakter haben. Wir erklären verschiedene Überlegungen und die Regierung braucht ein Jahr, dass sie kapiert, dass das in Ordnung ist eigentlich, nicht? Denn die Frau Abgeordnete Schöfnagel im Wiener Landtag betreut ja solche Projekte. Die macht mit 100.000 Schilling etwa im Schnitt die Reintegration von Ausländern in ihren Heimatländern. Und sowas sollte man in einem verstärkten Ausmaß durchführen. Man soll sich dieses Modell anschauen und sagen, das ist eigentlich eine auch kostengünstige Version, schafft den reintegrierten Ausländern die Möglichkeit, dort selbstständig zu werden, ein kleines Unternehmen aufzumachen, mit ein paar Mitarbeitern auszustatten, das ist schon was. Ich würde gerne auf die Inländer jetzt noch kommen, zur Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen. Das ist ja auch etwas, was in den vergangenen Jahren sehr umstritten war, dass man gesagt hat, okay, wenn kein gleichwertiger Arbeitsplatz, dann halt leider nicht. Ganz konkret, was stellen Sie sich darunter vor? Sie haben es in der vorigen Antwort schon angedeutet gehabt, so quasi, warum soll nicht jemand auch Arbeit, die eine Stufe drunter liegt, machen? Wenn man es jetzt festzurrt, was heißt das konkret? Ja, das hat jemand, der in einer fachlichen Ebene tätig ist, der von mir aus, was weiß ich, Vorarbeiter ist, wird halt dann Mitarbeiter sein. Ja? Das ist kein Problem, ist auch für den Betroffenen kein Problem. Und ich glaube auch nicht, dass es daran scheitert. Scheitern tut es vielfach an den unterschiedlichen Bedingungen, gerade wenn wir diese Fragen etwa der Bauwirtschaft hernehmen. Wenn Sie einem Ausländer, der da ist, eine große Trennungszulage zahlen müssen, weil der seinen Heimatwohnsitz irgendwo in der Türkei oder im ehemaligen Jugoslawien hat, dann kriegt er also rund 6.000 Schilling im Monat mehr als der Österreicher, der auf derselben Baustelle dieselbe Arbeit macht. Der ist dann frustriert, der sagt, na dann mache ich das nicht. Warum soll ich für die gleiche Arbeit um 6.000 Schilling weniger kriegen? Nicht? Und das Zweite ist, was glaube ich lang gehen muss, ist einfach, dass wir flexiblere Strukturen in unserem Staat ermöglichen. Da müssen wir uns überlegen, etwa bei den Lehrlingen, ob das sinnvoll ist, dass ein Lehrling im Betrieb eigentlich nichts machen darf. Ich habe das extra mitgebracht aus diesen Schutzvorschriften, nicht? Weil mir ja das auch immer wieder zum Vorwurf gemacht wird. Jetzt will er also die Arbeitnehmerschutzvorschriften lockern. Ich sage Ihnen ganz offen, ich habe weniger Probleme, oder wir machen die Lockerung von Arbeitnehmerschutzvorschriften, die überzogen sind, weniger Sorgen, als tausende Arbeitslose, die mehr werden durch diese Struktur. Nicht? Und wenn Sie das da lesen, was ein Lehrling alles nicht tun darf bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Er darf kein Meißelwerkzeug angreifen, er darf keine Kettensäge angreifen, er darf nicht arbeiten mit Sägen, er darf nicht arbeiten mit Hobelmaschinen, er darf nicht arbeiten mit Fräsmaschinen, er darf nicht arbeiten mit handgeführten Bohrmaschinen, er darf nicht arbeiten mit Bandschleifmaschinen, er darf nicht arbeiten mit Knet- und Mischmaschinen und Rührwerken, er darf nicht Treibstoffe abgeben, aber bei der Tankstelle darf er selber sein Auto auftanken. Und wenn er einen Bauernhof zu Hause hat, darf er von der Hoftankstelle seinen Traktor befüllen. Kein Problem. Aber das darf er alles offiziell nicht. Warum soll denn dann ein Betrieb jemanden aufnehmen, wenn der nichts tun darf? Dem kann er ja nichts lernen. Wir sind ja in einer modernen Wirtschaft, in der auch Maschinen eingesetzt werden. Die Schutzvorschriften sind bei den Maschinen wichtig. Dass die Abdeckung da ist, dass der sich nicht in die Hand schneiden kann und so weiter. Das ist wichtig. Aber nicht die Tatsache, dass ich sage, du hast ein Arbeitsverbot, du darfst nur zusammenkehren und Jausen holen, dann lernt er nichts. Bei den Lehrlingen, bei den überzogenen Schutzbestimmungen, glaube ich, werden sie aus der Wirtschaft durchaus Beifall auch dazu bekommen. Ergänzend müsste man das Ganze noch durch die Art des Unterrichts, der zum Teil sehr schlecht geplant ist und dadurch auch betriebsschädlich ist. Also da gibt es noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten, aber da habe ich kein Problem. Ich würde noch gerne auf die Zumutbarkeitsbestimmungen zurückkommen zur Klärung. Was passiert mit jenen, die dann sagen, ich bin gelernter Grafiker oder was immer und wenn ich diesen Job nicht bekomme, dann leider hat die Gesellschaft nichts für mich. Was ist Ihre Antwort? Hat er ein Pech, dann hat er einmal 4 Wochen keine Arbeitslosenunterstützung. Dann werden Sie sehen, wie schnell er das annimmt. Okay. Also was soll er annehmen müssen? Das ist jetzt die Frage. Also die Qualifikation, die Qualifikation unterhalb seiner Ausbildung. Was ist unterhalb eines Grafikers? Also wenn ein Vorarbeiter, als Grafiker kann er zum Beispiel in einer Papiererzeugung tätig sein und dort in der Produktionsvorbereitung möglich. Herr Dr. Rohrer. Das wird man definieren müssen. Da gibt's ja, das ist ja nicht alles neu. Da gibt es ja schon Überlegungen dazu. Nur gemacht muss werden und das ist das Problem in dem Land. Sagen Sie, Herr Dr. Heider, ich habe was gelesen, was ich denke, was so nicht stimmen kann. Sie werden mich aber jetzt sicher gleich aufklären. Ich habe gelesen, dass die steirische FPÖ eine Aktion hat, wo Leute anrufen können, wenn sie irgendjemanden anderen unter Verdacht haben, dass er also sozialen Missbrauch betreibt, das heißt Arbeitslosengeld bezieht und daneben irgendwas macht. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich kann nur sagen, das ist in der Zeitung Das Journal
In dem Artikel Recht auf Heimat, Europa der Vaterländer ist das zitiert. Ich muss mal sagen, das Journal ist einmal eine ÖVP-Zeitung. Nicht? Von dieser also der Wahrheitsgehalt scheint daher sehr gering zu sein. Wenn es ein Arbeitnehmertelefon gibt, wie in allen Bundesländern bei uns, kann selbstverständlich jeder Arbeitnehmer sich auch beschweren, wenn er auf Missbräuche draufkommt. Mir stecken ja die Leute auch pausenlos irgendwelche Missbräuche, wie vor kurzem mir ein Mitarbeiter aus einer Kuranstalt sagt, du pass auf, die Einsparungen, die da verordnet sind, werden ja eh nicht durchgeführt, weil halt jetzt weniger auf Kur geschickt werden, weil das nicht mehr finanzierbar ist, werden halt viele Patienten offiziell als Rehab-Patienten geführt, weil dafür gibt es höhere Kostenersätze. Das heißt, das muss jetzt einmal wer kontrollieren. Ich empfehle der Frau Sozialminister Hostasch, sich einmal darüber Gedanken zu machen, was denn da für ein Schwindel im Gange ist, dass man normale Kurpatienten als Rehab-Patienten führt und natürlich dann erhöhte Kostensätze verrechnet. Da werden wir nichts sparen. Dass eine Landespartei so eine Verlagerungsaktion startet, offiziell, wo der Herr Müller sagt, ich glaube, der Herr Mayer. Also bei mir kriegen sie nicht drüber, wenn sie das wirklich machen. Aber das halten sie für ausgeschlossen. Nachdem sie in einer ÖVP-Zeitung, steht, wird es nicht sehr wahr sein. Ich möchte noch einmal für den geschützten Bereich zu sprechen kommen. Sie haben den mehrfach kritisiert, meiner Meinung nach zu Recht kritisiert. Was mir noch fehlt, ist die konstruktive Tangente dazu. Sie haben angesprochen, Rekordstand an Pragmatisierungen, einverstanden. Fehlentwicklung seit vielen Jahren. Österreich hat im internationalen Vergleich hier einen riesen Rucksack mitzuschleppen. Der ist für die Wirtschaft schlecht, für die Beschäftigung schlecht. Was ich vom Dr. Haider gerne wissen möchte, ist, wie sind Ihre Vorstellungen, mit diesem Bereich anders umzugehen, als es in der Vergangenheit geschehen ist? Ja, ich würde nicht mit Tricks arbeiten, so wie der Herr Klimabisser. Dass ich sage, ich glieder was aus, aber es bleibt eigentlich alles beim Alten. Ich verstecke irgendwelche Schulden, damit wir die Maastricht-Kriterien erreichen, damit hat sie. Sondern ich sage, man muss definieren, was ist staatliche Aufgabe und wo brauche ich die Pragmatisierung? Pragmatisierung brauche ich im hoheitlichen Bereich. Dort, wo die Unabhängigkeit des Beamten bei der behördlichen Entscheidung sichergestellt werden muss. Ich brauche sie nicht im Dienstleistungsbereich. Dort kann ich was anderes machen. Dort kann ich etwa eine Kostenrechnung einführen. Ne? Auch hier unterscheide ich mich von Klima. Der sagt in einem Interview mit dem Spiegel, wenn ich das richtig im Kopf habe, tausende staatliche Bauarbeitsplätze in den Straßenverwaltungen wird es bald nicht mehr geben. Na, das bitte ist ja eine Kampfansage, dass wir noch einmal die Arbeitslosigkeit verschärfen. Ich sage, die können ruhig bleiben. Nur muss ich eine Kostenrechnung einführen und muss versuchen, schrittweise die Bauhöfe zu fusionieren, das Geräteanschaffungsprogramm zu koordinieren und zu schauen, dass die Belegschaftsstäbe dort, wo sie überbesetzt sind durch den natürlichen Abgang, nicht nachbesetzt werden. Ganz einfach. Und Aufgaben, die delegiert werden können, an die Privaten delegiert werden. Ich habe das ja schon praktiziert in einem Bereich eines Baureferates und weiß daher, dass es hier funktionierende Modelle gibt und würde in allen Bereichen des Dienstleistungsbereiches der öffentlichen Hand, würden dort Kostenrechnungen eingeführt. Ich sage Ihnen, wir hätten spektakuläre Einsparungsergebnisse. Man braucht nicht reden, dass wir zu viele Beamte und was immer haben, sondern dann würde die Wirtschaftlichkeit dort durchgesetzt werden. Und wir brauchen die Leute nicht schrecken, man braucht nicht sagen, jetzt verliert sie einen Arbeitsplatz, sondern jeder weiß, ich verursache Kosten und ich habe die Verpflichtung, diese Kosten zu reduzieren, sonst gibt es meinen Arbeitsplatz nicht mehr. Und was könnten so spektakuläre Einsparungsergebnisse sein, von nur die Bandbreite? Naja, nehmen Sie nur die Straßenmeistereien und Straßenverwaltungen in Österreich her. Das ist sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, mal untersucht worden im Wirtschaftsministerium. Da könnten Sie alleine in diesem Bereich an die 2 Milliarden Schilling an annualen Einsparungserfolgen erzielen. Nicht? Ich habe das in Kärnten gemacht. Wir sparen dort 70 Millionen pro Jahr an Sach- und Personalaufwand. Alleine in der kleinen, das ist in der Zwischenzeit ein kleiner Teil und Kärnten ist ein kleines Land, Straßenverwaltung ein. Und das Geld, was ich da habe, das, was ich dort einspare, das kann dann natürlich für die berühmten Technologieinitiativen und was immer eingesetzt werden. Da kann ich dann nachdenken und das wäre die Fantasie, die es gibt, dass ich sage, na, machen wir von mir aus am Wörthersee ein Silicon Valley. Dort habe ich Universität, dort habe ich Informatiker, dort habe ich eine schöne Landschaft. Dort kann ich also, ja, das ist ideal, nicht? Klagenfurt als Silicon Valley am Wörthersee, das wäre doch nichts Schlechtes. Ne? Ich bin gehen wir vielleicht jetzt zu dem Thema Euro. Wir haben ja nur noch knappe 10 Minuten. Da gibt es also auch das Interview, ein Streitgespräch jetzt im Profil. Euro kostet tausende Jobs. Das ist die Meinung des Chefs der Privatangestellten-Gewerkschaft Salmutter. Also er spricht sich dagegen aus, sagt, dass er diese Sparpakete und die Sparpolitik in Deutschland dazu geführt hat,
dass es jetzt 4,2, hier steht 4,6 Millionen Arbeitslose in Deutschland gibt. Sehen Sie also auch eine solche Gefahr durch eine Einführung des Euro? Das ist unbestritten. Es bestreitet niemand, dass der Euro zu einer Verschärfung der Arbeitslosigkeit führen wird. Alleine die Tatsache, dass Sie viele Banken Dienstposten beseitigen werden durch Geschäfte, die einfach nicht mehr gemacht werden. Und Professor Dich hat ja eine Untersuchung gemacht, der zufolge also im Bankenbereich von den rund 73.000 oder 74.000 Bankmitarbeitern 20.000 bis 25.000 ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Nicht nur durch den Euro, sondern auch durch die damit zusammenhängenden Strukturreformen. Aber ich glaube auch, dass das beweist, diese Debatte um den Euro, dass ja gescheite Leute, die nicht Freiheitliche sind, wie der Ministerpräsident Stoiber in Bayern, der sich gerade jüngst jetzt sehr kritisch geäußert hat zur Einführung des Euro und zur Aufgabe der D-Mark, oder der SPD-Kanzlerkandidat Schröder, Ministerpräsident Schröder, der auch sich sehr kritisch geäußert hat. Der ist kein Kanzlerkandidat im Moment. Noch, ich glaube schon, dass er kommen wird, aber das ist ja nicht das Problem. Die Tatsache Moment, ist, dass er eine kritische EU-Euro-Position hat und das auch entsprechend vertritt mit den Argumenten und dass der Bundesbankpräsident Dittmeier ebenfalls seine Kritik hier anbringt, weil das Problem darin besteht, aus meiner Sicht, dass eine nicht harmonisierte Volkswirtschaft unter den 15 Mitgliedstaaten durch einen politischen Beschluss eine Einheitswährung bekommt, was noch nie funktioniert hat in der Geschichte. Das ist volkswirtschaftlicher Unsinn. Oder das ist eine Zwangsmaßnahme. Jetzt kann man sagen, koste es, was es wolle, wir ziehen das durch. In 5 bis 8 Jahren kann diese neue gemeinsame Währung ein Stabilitätsanker sein. Aber man sagt nicht dazu, wie man das Problem der Arbeitslosigkeit handeln will. Und darin sehe ich einfach die wirkliche Herausforderung. Denn jetzt haben wir ungefähr 19 Millionen Arbeitslosen in der EU. Dann werden wir 20, 22 Millionen haben. Wie lange wird denn dieser soziale Sprengstoff nicht explodieren? Vermengen Sie dann zwei Themen, meiner Meinung nach, mit einem. Ich halte es für durchaus legitim und ganz wichtig, dass es auch kritische Stimmen gegenüber dem Euro gibt. Das ist in einer Demokratie zum Informationsprozess und Willensbildungsprozess sehr nützlich. Ich sehe die positive Seite des Euro und der Maastricht-Verträge doch darin, dass wir zum ersten Mal eine internationale Disziplinierungsklammer haben, für die einzelnen Regierungen bei den Ausgaben sorgfältiger zu sein, als es in vergangenen Jahren passiert ist. Was da gewesen ist, haben wir ja gesehen. Es ist lustig Geld ausgegeben worden, Schulden sind gestiegen, Probleme waren da. Jetzt ist zum ersten Mal, wenn auch in einer ungünstigen Phase, gemeinsam eine Sparnotwendigkeit gegeben. Da sehe ich einen Vorteil. Ich sehe auch volkswirtschaftlich einen Vorteil darin, dass Kosten wegfallen, geringer werden. Wenn ich heute mit 100 Schilling eine Rundreise durch die EU-Staaten antrete und ich komme am Schluss beim 15. Land wieder raus, bleibt mir nur mehr die Hälfte dessen, was ich ursprünglich hatte. Kostet Geld. Ist sicher nicht ganz einfach zu lösen, aber man kann es auch positiv sehen. Halte ich nicht für schlimm. Versuche schon, Herr Dr. Okay. Weiland, aber was nutzt Ihnen die Rundreise, wo Sie sich ein bisschen Geld ersparen beim Wechseln, wenn Sie dafür das Geld dann für zusätzliche Arbeitslose ausgeben müssen? Das ist die Frage. Und unsozial ist es auf alle Fälle zu sagen, damit ich leichter Rundreisen machen kann, riskiere ich mehr Arbeitslose. Das ist nicht mein Weg. Na, das sicher nicht, aber das eine muss ich ohne dies machen, und zwar unter den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit bei begrenzten finanziellen Mitteln. Das meinte ich damit. Die Euro-Geschichte ist eine zweite. Das Problem ist ja das, wenn man das koppelt, so wie es die Gewerkschaft sagt, wir werden nur Ja sagen zu einem Euro, wenn es auch eine Beschäftigungsunion gibt, die sich ja nirgends abzeichnet, nicht? Weil der Stabilitätsmechanismus ja ein anderer ist, der nimmt nur auf die Währungsstabilität Rücksicht. Wenn man die Währungsunion mit der Beschäftigungsunion koppelt, dann wird eine weiche Währung daraus werden. Okay. Und eine weiche Währung schädigt also viele Leute, die dann durch Abwertungen konfrontiert sind. Umgekehrt, eine harte Währung in der Einführung schafft Probleme auf dem Arbeitsmarkt und schafft soziales Elend. Daher meine Überlegung, dass ich sage, es zwingt uns ja niemand, diesen Zeitplan einzuhalten. Wer hindert uns daran zu sagen, in den nächsten 5 Jahren machen wir zuerst einmal einen festgezurrten Wechselkurs zwischen allen Währungen, die mitspielen. Das ist dasselbe Ergebnis, aber die nationalen Währungen bleiben erhalten. Und dann sehen wir, wie sich das entwickelt. Dann sehen wir, ob die Italiener wirklich Budgetdisziplin haben. Bei einem neuen EWS 2
mit einer Relation, die festgelegt ist, und dann gibt es kein Abweichen mehr, so wie jetzt, wo die Italiener, wenn sie nicht dabei sind, 15% abwerten können nach dem Reglement und uns damit das Exportgeschäft auf dem zweitwichtigsten Markt Österreichs kaputt machen können und im Tourismus. Sie haben es jetzt sehr pointiert ausgedrückt. Ich möchte es abschließend von mir aus nur mit einer ebenfalls sehr pointierten Aussage ihrerseits. Ich nehme an, dass Sie zutrifft aus der Times zitieren. Sie sagen, wenn schon Euro, dann braucht es ein Volksbegehren. Die Österreicher sollen gefragt werden dazu. Und dann werden Sie so zitiert, lehnen die Regierungsparteien im Parlament, das ist sei für Sie eine Art Doppelmühle, lehnen die Regierungsparteien im Parlament das Volksbegehren, Euro-Volksbegehren ab, geben Sie uns die unschlagbare Pole-Position für die Wahlen im Frühjahr 1999. Akzeptieren Sie die Volksabstimmung, werden wir den Kampf um den Schilling gewinnen. Anschließend daran gefragt, geht es Ihnen um den Schilling? Oder geht es Ihnen um den politischen Erfolg, den Sie damit erzielen können? Meine ganze Arbeit ist darauf ausgerichtet, für Österreich was Positives und Schaden fernzuhalten. Nicht? Und ein Land, das 26 Millionen Sparbücher besitzt und wo im Schnitt also 60.000 Schilling auf den Sparguthaben sind, da haben die kleinen Leute was zum Verlieren. Und wenn die Währung falsch läuft und so wie bei allen Währungsreformen dann am Ende immer wieder beim Umtausch weniger herauskommt, und die Lebensversicherung, die sich ein kleiner Handwerksmeister angespart hat, statt 2 Millionen nicht mehr 1,8 Millionen wert ist, da muss ich sagen, kann man das den Leuten gegenüber nicht verantworten. Und das ist der Punkt, worum es mir geht. Und ich sehe das, ich habe da so ein Papier mitgebracht von der Österreichischen Nationalbank, die heute schon mal zitiert worden ist. Ihr Strategiekonzept, wie Sie den Leuten den Euro beibringen wollen. 100 Millionen Schilling Werbeaufwand. Und da schreiben Sie am Anfang, dass das schwierig ist, weil die meisten Bürger erst im Nachhinein realisiert haben, dass sie mit dem Ja zur EU auch der Abschaffung des Schillings zugestimmt haben. Das ist einmal das Beste. Und dass sie eben das Gefühl haben, überfahren worden zu sein. Das ist genauso. Die Regierung hat geworben. Der Herr Klima hat eine Werbung gemacht, dass er gesagt hat, ich bin stolz auf den Schilling. Und jetzt sagt er ohne Wenn und Aber in den Euro. Ich meine, das verstehen die Leute nicht mehr. So, Frau Dr. Rohrer, bitte. Herr Dr. Haider, abschließend eine Frage. Sie kennen ja den Henry Grunwald, nicht? Ja. Ehemaliger amerikanischer Botschafter und Time-Chefredakteur. Der hat in einem Interview und sinngemäß und etwas ausführlicher auch in seinen Memoiren Folgendes über Sie gesagt. Ich halte ihn für einen Opportunisten, der so ziemlich alles tun würde, um an die Spitze zu kommen. Wie gehen Sie mit so einer Kritik jetzt um, wo Sie doch in Amerika so oft auf Goodwill sind? Das ist ja eh schon zahm, nicht? Der hat schon viel bessere Sachen über mich gesagt. Das heißt, er mildert ja schon sein Urteil ab und in ein paar Jahren wird er der Meinung sein, dass das einfach ein gescheiter Politiker ist, der Österreich in eine gute Zukunft führt. Ja, das trifft sie in keiner Weise. Überhaupt nicht. Ich kenne ja, was der schon alles über mich gesagt hat. Nicht? Ich war wegen der Ausländerfrage der Faschist und der Rassist. Das traut er sich heute nicht mehr sagen, weil er ganz genau weiß, dass Amerika viel schärfer vorgeht in der Ausländerpolitik als Österreich. Wie sieht es denn mit Ihrem Ziel aus, Kanzler zu werden? Sie haben da unterschiedliche Zeitangaben gemacht in letzter Zeit. Bis zum Jahr 2003 ist sogar hinausgezögert. Ja, das hängt davon ab, wie diese Regierung sich zusammensetzt. Denn wenn sie ihre Periode durchmacht, wird also 1999 die Entscheidung kommen. Wenn die ÖVP in der Regierung so weitermacht und sich sozusagen bedingungslos geschlagen gibt gegenüber dem sozialistischen Führungsmann, dann wird es eine Ampelkoalition geben und dann brauchen wir über andere Varianten einer Kanzlerschaft nicht mehr reden. Dann gibt es den Klima mit den Grünen und mit den Liberalen in der Ampelkoalition und die ÖVP und uns auf der Oppositionsbank. Halten Sie vorgezogene Neuwahlen für möglich? Es gibt Gerüchte über Überlegungen. Das wird schon spekuliert. Man könnte sagen, die Tatsache, dass Klima versucht, jetzt die Stimmung hochzuziehen mit allen möglichen freundlichen Erklärungen, hinter denen im Grunde genommen noch kein Handeln steht, deutet darauf hin, dass er sagt, und wenn wir im Herbst gute Daten haben, springen wir ab. Etwa auch die Tatsache, dass er einen Finanzminister geholt hat, der nicht Englisch kann, aber nächstes Jahr den Vorsitz in der EU machen soll zu dem Time und daher einen neuen Staatssekretär braucht, würde eher darauf hindeuten, dass er sagt, den brauche ich eigentlich nur als Dekoration bis zum Herbst und dann springe ich ab und mache Neuwahlen. Das ist durchaus möglich. Gut, ob die Spekulationen Wirklichkeit werden oder nicht, das wird sich herausstellen. Keine Spekulation ist es, dass wir jetzt in der Sendung Hohes Haus auch das Thema Arbeitslosigkeit behandeln. Wege aus der Krise, auch im Hinblick auf die Sondersitzung des Parlaments. Vielen Dank, Dr. Haider, vielen Dank, Frau Dr. Rohrer und Dr. Weiland. Bis zur nächsten Pressestunde am kommenden Sonntag, sage ich. Auf Wiedersehen. Schön.